Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Video-Review auf meinem Kanal. Heute mit einer Figur aus Japan, die zweite Japan-Collectible im Bereich des Shore Troopers, aka Scarif Stormtroopers, die Figur, die ich vorstellen möchte. Und zwar ist es von Bandai. Bandai ist bislang bekannt mit Bausätzen, mit sehr guten Bausätzen, die schon, kann man sagen, die Fahrzeuge wirklich sehr detailliert darstellt. Da habe ich auch einige dann da, allerdings dann auch halt im Wiving-Bereich, die ich dann irgendwann auch mal präsentieren muss. Bei Bausätzen ist mal das Ding, man möchte es dann auch mal aufgebaut zeigen. Das ist immer so ein kleines Zeitproblem. Bei der Figur handelt es sich jetzt nicht um einen Bausatz, sondern um eine fertige Figur, die in der Reihe SH Figure Arts rauskommt. Die Figuren zeichnen sich laut Hersteller durch eine sehr humanoide, also menschliche Artikulation aus. Es kommt also in der Serie auch nicht nur jetzt der Scarif Stormtrooper, es kam jetzt auch schon der normale Stormtrooper raus und es werden auch noch ein paar Figuren folgen. Also ruhig mal nach den Figuren von Bandai SH Figure Arts halt schauen. Die Verpackung ist äußerst interessant. Ich nehme gleich nochmal die von Hasbro dazu. Die Figur von der Größe her ist auch 15 cm, zumindest ist das Maß so angegeben. Haben allerdings noch ein paar Artikulationspunkte mehr, auf die wir dann eingehen, sobald die Figur ausgepackt ist. Aber die Verpackung sieht sehr wertig aus. Also ich weiß nicht, ob es in der Kamera durchkommt. Der Rahmen ist wirklich dann in so einem Metallic-Ton gedruckt. Die komplette Verpackung ist in Hochglanz. Dann dieses Fenster, der goldene Schriftzug, der vorne drauf ist. Seitlich sehen wir auch nochmal die Figur abgebildet. Hier ist jetzt leider ein Aufkleber drauf, den ich jetzt auch nicht abholen wollte, um die Oberfläche halt auch nicht zu beschädigen. Ist hier nochmal so ein silberner Streifen, oben drauf ist das in Silber und hinten das Bild ist sogar komplett metallisch dann ausgearbeitet. Ich versuche es mal zu drehen, ich weiß nicht, ob man es halt rein bekommt. Und unten drunter, kann man auch sehen, sind halt sehr viele japanische Angaben. Ist auch offiziell ein lizenziertes Produkt. Da haben wir auch nochmal das Disney-Logo. Ja, und sehr viel Japanisch. Aber er heißt hier halt auch Shore Trooper. Das Interessante ist, das wäre dann der 15 cm hohe, also 6-Inch Shore Trooper bzw. Scarif Stormtrooper Captain. Mal schauen, wie der dann mit den Figuren, die ich jetzt hier auch neben mir liegen habe, von Hasbro halt zusammenpasst. Die Verpackung lässt sich auch nicht von oben öffnen, sondern die öffnet man halt von der Seite. Ich überlege, aber ich werde wahrscheinlich diese Seite nehmen und nicht die, wo das Bild drauf ist. Aber nochmal zum Größenvergleich. Eine etwas angestaubte 6-Inch Verpackung von Hasbro. Jetzt klingt das ein bisschen fest, das hätte ich mal vorher schon mal wieder vorbereiten sollen. So. Jetzt entstauben. Von der Verpackung her ist die von Hasbro zwar größer, verbraucht aber auch unheimlich viel Plastik, jetzt der Innenblister, wenn man es darauf eingeht. Und von der Wertigkeit finde ich die von Bandai doch schon um einiges ansprechender. Haben beide was für sich, aber mit dem goldenen Schriftzug, das gut, könnte teilweise dann auch schon wieder zu viel des Guten sein. Aber schauen wir uns mal die Figuren an, um die geht es ja. Ich habe leider meinen Cutter verlegt, deswegen muss ich jetzt mit einer Klinge arbeiten. Die auch schon ein bisschen schumpf ist so. Auch hier kommt dann schon wieder so ein Glanzstreifen entgegen. Die Lasche ist halt auch Silber. Dann haben wir hier einen Beipackzettel.
auf Japanisch, aber da sehen wir auch schon mal so ein paar Hände, die da mit beiliegen. Da also einmal so Fäuste, den ausgestreckten Pointer, den Zeigefinger und dann eine geöffnete Hand links und rechts. Und noch so ein bisschen Beschreibung. Also wer Japanisch kann, kann sich das ja als Standbild dann eben mal kurz anhalten, wenn ich jetzt nicht so doll wackel. So. Für ein Standbild muss der Moment jetzt gereicht haben. Okay, kommen wir mal zur Figur. Jetzt die Packung zu stark knicken. So. Innen, das hatten wir auch schon mal bei den Funkos mit diesem Einleger. So, und da haben wir hier jetzt die Figur, die nochmal abgedeckt ist durch einen zweiten Blister, was bei Hasbro jetzt zwar nicht der Fall ist. Das heißt also, das, was sie mit einem kleinen Blister hier wettmachen, das machen sie dann halt wieder, ja, hauen sie halt nochmal so einen zweiten Blister drauf, damit da auch nichts rausfällt. Dafür ist da auch nichts scheinbar festgetapt, sondern die Sachen liegen da lose drin. Und man setzt das Ganze dann so oben drauf. So, hier nochmal das Ganze ohne und dann rutscht nämlich alles raus und deswegen ist nicht dann der Blister da. Der zweite. So, und dann liegen die ganzen Teile schon auf dem Tisch. Ich hoffe, jetzt ist mir nichts runtergefallen. Also wir haben dabei eine sehr leichtgängige Figur, die auch klappert. Was klappert da? Hier vorne hat er auch nochmal so einen Kunststoffstreifen drin. Den werde ich mal rausnehmen. Ich weiß nicht, wozu der ist. Das hat mal untergeschoben gewesen. Ich schalte dann nochmal um den Körper dann zu schützen, aber die Figur schauen wir uns dann gleich an. Hier hat er dann zum Beispiel, das sind dann die Zeigehände, also hier so eine Greifhand. Links und rechts. Den Zeigefinger, links und rechts. Ich habe schon gezeigt, den Zeigefinger. Und die anderen, die Fäuste geballt, hat er dann halt mit an den Armen. Und da kann man auch schon sehen, da bewegt sich was drin. Das war das, was wohl geklappert hat. Da ist eine Art Hülse auf beiden Seiten. Das ist ja interessant. Die Glocke, die schiebt sich richtig hoch. Dazu dann gleich noch mehr. Und hier halt die beiden Blaster. Der ist leider etwas krumm. Oder muss der so sein? Also der lässt sich jetzt auch nicht... Das ist so kein weiches Material. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob der so wirklich so sein soll. Also Hasbro ist er gerade. Das finde ich jetzt schon mal nicht ganz so schön. Und der E11... Sieht also auch sehr, sehr schön aus. Und hat seitlich hier dann noch sogar das Magazin dran stecken. Das finde ich natürlich interessant. Obwohl, das hat der von Hasbro auch. Ist wahrscheinlich da bei dem Elfer so. Aber der von Hasbro scheint dann noch etwas kleiner zu sein. Aber das schauen wir uns dann auch im Vergleich an. So, die Figur ist also auch eine Super Articulated. Die Bemalung finde ich cool. Die ist recht matt gehalten. Das Weathering sieht auch schon mal so ganz gut aus. Aber von den Bewegungspunkten her kann er halt den Kopf neigen. Kann auch so ein bisschen schieben. Halt das Drehen. Lässt sich auch sehr gut bewegen. Dann halt die Arme sehr hoch biegen. Man kann vielleicht sehen, hier unter der Schulterglocke sitzt nochmal so ein Schiebeteil, was dann die Schulterglocke dann so halt wirklich schön hochheben lässt. Also kann dann wirklich sehr hoch das Ganze greifen. Er hat hier in dem Bereich, im Bauchbereich dann halt noch ein Gelenk. Dann die Hüften sind halt auch kugelgelagert. Und sie meinen ja, dass sie doch sehr die menschliche Anatomie sehr gut nachbilden können. Gut, bleiben wir jetzt nochmal bei den Armen. Jetzt haben die Schulterlocken hier ein bisschen rangesetzt. Hat die Ellenbogen. Auch zum Drehen hier, allerdings im unteren Bereich.
und die Hände halt auch zum Drehen und auch zum Beugen, auch sehr weit. Und habe jetzt also auch nicht so das Gefühl, dass ich da jetzt Angst haben muss, dass da so schnell was abbricht. Also ich kann die schon mal ein bisschen einstellen. Aber sicherlich doch mehr für den erwachsenen Sammler als für Kinder. Da wüsste ich jetzt auch nicht, die Altersangabe steht dann leider auch nicht drauf. Habe ich zumindest jetzt nicht gesehen. Zumindest nicht in einer Sprache, die ich lesen kann. Also die Artikulation ist schon mal, hat hier sogar ein doppeltes. Also hier unten im Beckenbereich hat er dann nochmal und halt hier oben unterhalb des Brustkorbs. Das ist also alles wirklich dann beweglich. Das Knie hat halt so eine Kugel, die man natürlich sieht. Dann lässt sich aber auch dann sicherlich, das Knie lässt sich nicht drehen, weil wenn man das Knie drehen könnte, also ich kann mein Knie auch nicht drehen. Der Fuß, der lässt sich halt drehen. Und das Interessante, was bei denen hier auch vorhanden ist, schön, dass die Sohle unter ist, auch sehr detailliert gemacht. Und man kann es auch schon sehen, dass der hier diesen Riss in der Sohle hat, was keinen Riss darstellt, sondern man kann dann halt den Fuß auch noch knicken. Das heißt also, wenn er sich hinkniet oder läuft, sprintet, dann, dass er sich halt mit dem Fuß dann auch irgendwie abstützen kann. Naja, so nicht. Das ist natürlich jetzt schlecht dargestellt. Ja, also, da ist dann, wie gesagt, noch ein Gelenk mit drin. Von der Bemalung sieht er wirklich super aus. Dieses Matte hat verhältnismäßig ein sehr zurückhaltendes Weathering. Aber man sieht halt, er ist benutzt. Also die Rüstung ist so schon, ist also nicht nagelneu aus der Fabrik, sondern hat halt schon ein bisschen Verschmutzung. Und gerade unten bei den Schienbeinprotektoren, da kann man das auch ganz gut, das Weathering, erkennen. Und selbst die Schuhe haben also wirklich eine schöne Farbe, wo man da dann natürlich die Stifte sieht, mit denen dann dieses Fußgelenk, die Zehen dann halt befestigt sind. Ich sehe gerade, die Tasche an der Seite sitzt auch lose, die kann man so ein bisschen auch drehen. Die wird nicht im Wege sein. Sachen, diese Seitenteile, die sind auch dann aus Gummi gefertigt. Das heißt, die können sich dann auch so ein bisschen wegklappen, wenn das Bein halt hochgebogen wird. Ist auch sehr weich, das heißt, da dürfte auch nichts irgendwie dann die Artikulation erschweren. Dann auch seitlich dieses an dem roten halt so das Weathering. Erstmal der Helm oben natürlich, dann kommen wir runter zum Arm. Sieht soweit gut aus. Also ich bin schon, also die sind schon schön gemacht. Runden wieder im Wadenbereich. Die Rückseite, also auch die Farben, keine glänzenden Farben genommen oder so semi-matte Farben, semi-glänzende, sondern halt schon so wirklich ins Matte gehend. Also wenig Reflexion, was ich jetzt so wahrnehme. Und auch so diese kleinen Silberapplikationen und ist schon wirklich nett. Sie liegen auch preislich also ein bisschen höher als die Hasbro-Figuren. Das darf man halt auch nicht vergessen. Aber noch im zweistelligen Bereich. Das ja. Das schon. Die Gelenkpunkte sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die wirken doch dann, also unter der Rüstung wirken die Arme dann doch sehr, sehr dünn. Und hinten halt diese Kugel, die glänzt halt doch ein bisschen stark vom Knie. Und vorne sieht man halt dann auch die Kugel. Sieht man halt keine Struktur vom Stoff. Und auch seitlich die Füße. Da kann man halt auch dann so ein bisschen das Gelenk sehen. Aber im Großen und Ganzen machen die doch schon Eindruck. So, bevor ich jetzt mir hier irgendwie eine Pose überlege, was ich mit dem dann anstelle, haue ich jetzt einfach mal eine und die beiden Hasbro-Figuren daneben. Und man kann schon sehen, dass der Squad Leader jetzt von Bandai kleiner ist. Also er passt jetzt nicht hundertprozentig dann zu den Figuren.
Der Helm wirkt auch ein bisschen kleiner, was ich so sehen kann. Aber das andere, was so zu sehen ist, gefällt mir bei der Figur auf jeden Fall schon mal besser. Jetzt überlege ich gerade, mit wem, welchem ich den vergleiche. Ich glaube, ich nehme mal den Squad Leader. Das war für die ersten Details. Stellen wir die beiden mal nebeneinander. Also da gefällt mir dieser Blauton jetzt auch von der Figurarztfigur schon besser. Der ist nicht ganz so kräftig, geht mir ins Gräuliche. Und auch so die Ausformung der Details, auch um der Schnallen. Ein schöner. Der Helm ist detaillierter auf jeden Fall. Wenn man sich da so die Konturen am Helm anschaut, sind die richtig schön scharfkantig, schön knackig. Und auch die Farbe des Helms. Bei Hasbro ist das ja der eingefärbte Kunststoff und hier scheint das dann auch ein lackierter Helm zu sein. Aber jetzt nochmal runter dann zum Brustpanzer. Der Gürtelbereich. Bei der Hose, da ist dann bei Hasbro halt so ein bisschen Struktur drauf, wirkt aber durch den Kunststoff halt speckiger als jetzt bei dem. Die Hose glänzt sicherlich auch ein bisschen stark, aber okay. Aber unten bei den Beinen, dann nehmen sich jetzt so bei den Schienbeinschonern wiederum beide nicht viel. Aber die Detailausarbeitung im Kunststoff bei der Rüstung ist bei Bandai schon, ja, wie ich vorhin sagte, knackiger, scharfkantiger, schärfer, nicht ganz so verschwommen. Und hinten habe ich gerade gesehen, am Hacken, da hat er dann auch nochmal so Hülsen oder so Stifte sitzen für das Fußgelenk. So, man hat gemerkt, da war eben schon ein Schnitt. Ich bin schon wieder weit über der Zeit. Ich wollte es eigentlich mal in 20 Minuten packen, obwohl jetzt sind 18 Minuten um. Ich will jetzt mal versuchen, die Hände zu wechseln. Jetzt hat er ja diese Fäuste drauf. Aber die kann man auch, was ich vorhin schon sagte, also ich habe jetzt, man muss also nicht unbedingt Angst haben, dass man da was kaputt macht. Da hat er dann eine kleine Kugel, wo dann die Hand auch schön reinsnappt. Wo man sie dann halt drehen und halt auch im Handgelenk beugen kann. Und auch diese Teile sind halt auch wirklich schön scharfkantig detailliert. Auch die Hände sehen soweit gut aus. Man kriegt die Hände wirklich sehr gut ab. So, hier kriegt er mal den Pointer aufgesetzt. So. Schon ganz nett. Jetzt kommt mal wieder so ein bisschen, ich glaube, ich versuche den jetzt mal so ein bisschen auch in Pose zu, die Waffe. Erstmal, bevor das Posieren kommt, bevor das Spielen kommt, schauen wir uns nochmal die Waffen im Vergleich an. So, ich packe mal den Figurarts Blaster nach oben und den Hasbro Blaster nach unten. Auch hier ist dann der, na gut, da wo der Abzug ist, ist bei den Figurarts Figuren nicht, kein Durchbruch. Das Scope sitzt auch direkt fest drauf. Aber es ist leider verzogen. Also ich weiß nicht, ob ein heißes Wasserbad helfen wird. Von der anderen Seite, der von Hasbro ist auch so ein bisschen noch bemalt. Also nicht nur einfarbig, sondern halt vorne so noch ein bisschen so silberne Spuren und dann das rote Teil da. Aber auf dem kleinen Kasten neben dem Magazin oder hinter dem Magazin sind die Details auch ein bisschen schärfer und auch vorne auf den Läufen sind die Details auch ein bisschen wieder scharfkantiger. Allgemein auch hinten auf der Schulterstütze sind die Details schärfer. So, ich hatte schon gesagt, bei dem E11, dass da der große Unterschied sich bemerkbar macht. Oben jetzt der kleine, Anführungsstrichen, SA Figurarts und dann unten dann der Hasbro Blaster. Aber auch von den Details ist der von der Bandai Blaster doch schöner. Doch schon mal eine schönere Farbgebung, so ein leichtes Metallic Hellanthrazit. Aber einfarbig und
Auch hier wieder kein Durchbruch im Bereich des Abzugs. Aber auch die Schulterstütze, die ausklappbare, die jetzt vorne unterhängt, das Überbleibsel halt von der, also die Original-Schulterstütze von der Sterling, sieht sehr, sehr geil aus. Wirklich sehr schön detailliert gemacht. Und die ist halt bei Hasbro dann doch etwas verwaschen. So viel dann zu den Blastern. Ja, großen Vergleich hatten wir ja schon. Annähernd, also es ist, wenn sie zu Rücken an Rücken stellt, also der Thermaldetonator kommt schon hin, dass der so in der richtigen Höhe sitzt. Sie sitzen eigentlich fast in der richtigen Höhe. Der ist aber ein bisschen kleiner. Er wirkt irgendwie ein bisschen, ich glaube, der Helm ist auch insgesamt ein wenig kleiner, obwohl in Nähe der Thermaldetonator sitzt dann auch schon ein bisschen höher. Es ist nicht ganz stimmig. Man sieht es auch von hinten dann, wie hoch dann die Beinschoner sitzen. Aber jetzt kommen wir mal richtig zur... Ich versuche jetzt mal ein bisschen zu posen. Gut, also ich bin heute auch nicht in Position Nierlaune. Gut, man darf ja auch mal einen schlechten Tag haben. Es ging jetzt hauptsächlich auch um das... Also man kann damit sehr viel mitmachen, wenn man jetzt irgendwie auch dann die Zeit und Geduld hat. Momentan da ist die Zeit der Faktor, der mir so ein wenig dazwischen funkt. Nicht nur, aber... Es gibt schönere Zeiten als das, was hier momentan sonst so passiert. Das mal machen, ne? Deswegen bleibt es stehen. Ist das halt dann die Figur. So. Ja, so viel dann halt zu der Figur von Bandai aus der SF Figure Arts Reihe. Eine sehr coole Figur. Allerdings auch noch so ein bisschen mit gerade an den Gelenkpunkten doch so sehr an Puppen erinnernd. Es sind ja so gesehen, das ist ja Puppen, ne? Darf man natürlich nur nie laut sagen. Aber da von den Gelenkpunkten sind die teilweise bei Hasbro schon ein wenig besser verdeckt. Auch hier im Kniebereich, was bei denen dann halt, wie gesagt, nicht so ist. Da sieht man dann halt diese Kugel. Aber dafür, wie von den Konturen, von den Details her, sind diese Figuren hier halt schon sehr, sehr interessant. Jetzt bin ich doch wieder am Rumspielen. Also man kann da doch schon sehr viel mitmachen. Von dem Detailgrad sind die Bandais besser, von den Gelenkpunktumsetzungen, von der Verdeckung. Vom Einklang sind die von, gefallen mir die von Hasbro besser. Und da, wo man die, den Jumpsuit drunter sieht, wirkt der Figure Arts, oder die Figure Arts Figur dann doch etwas dünn. Halt so ein bisschen spuddelig. Und bei Hasbro hat man halt wirklich den Eindruck, dass da halt noch, ja, dass da halt eine Figur, jemand drunter steckt. Und dass halt die Gelenkpunkte halt nicht nur als Gelenkpunkte ausgeformt sind. Also, sind ein bisschen kräftiger, ein bisschen besser gefüllt. Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Erweiterung und halt auch der erste Captain, der jetzt in einer etwas, ja, in sehr große halt auch dann rausgekommen ist. Es kommt allerdings von Bandai auch noch ein Bausatz, also auf dem Markt. Und ich denke mal, dass es der gleiche Figur sein wird, wie die sie hier halt dann nur im, ja, zum selber zusammenbauen, wo dann auch die Decals, also die Aufkleber dann bei sind für alle drei Arten. Das heißt also für den normalen Scarif Stormtrooper, für den Squad Leader und eben auch für den Captain, dass man sich dann halt aussuchen kann, welche Figur man dann daraus erstellen möchte. Ja, dann vielen Dank fürs Reinschalten, fürs Interesse, reinzuschauen bei Sachen, die jetzt also nicht so hier bei uns in Europa in den
Warenhäusern halt in Massen rumliegen, sondern halt mal wieder so einen kleinen Exoten. Und das finde ich halt immer das Interessante, dass man halt dann auch beim Fokus sammeln halt auch mal dann mit solchen Sachen halt in Kontakt kommt und dadurch seinen Horizont auch so ein bisschen erweitern kann. In Hinsicht halt, was in anderen Ländern halt auch dann auf dem Markt ist. Ja, vielen Dank fürs Reinschalten und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid. Freue mich über jedes Teilen der einzelnen Videobeiträge und ja, auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich mittlerweile geworden seid, ist echt tofte. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, freue mich auf euch und ciao.